Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von Stempeln in Aachen. Mein Name ist Sabine und heute treffen wir uns wieder für einen super Samstag-Video-Hop, diesmal natürlich im August, mit dem Thema Farbkombi. Und ausgewählt als Farbkombi haben wir Pfauengrün, Mangogelb und Blütenrosa. Für mich war die Kombi sehr ungewöhnlich. Ich hätte das nie so ausgewählt. Aber das war dann halt die Herausforderung für dieses Mal. Und herausgekommen ist bei mir eine Karte mit diesen Cocktailgläsern. Und ihr könnt euch schon denken, das Stempelset findet sich im neuen Herbst-Winter-Katalog von Stampin' Up, der im September an den Start geht. Ich konnte mich noch nicht so wirklich überwinden, was Weihnachtliches oder Herbstliches als Motiv zu nehmen und fand deshalb diese verschiedenen Gläser, die bieten sich doch für jede Jahreszeit an und das ist dieses Stempelset hier, das heißt Grund zum Anstoßen. Ihr habt da ein Sektglas, ein Weinglas und ein Cocktailglas, könnt die dann dekorieren mit verschiedenen Topics und zusätzlich sind noch Sprüche dabei, die sich aber nicht nur für Neujahr anbieten, sondern ich finde auch das ganze Jahr über. Dann lasst uns anfangen. Wie immer habe ich die Papiere vorgeschnitten. Die Maße zeige ich euch dann nachher im Video an. Die Karte ist grundsätzlich nicht sehr aufwendig. Ich habe mir überlegt, also nochmal, die Karte ist hier. Ich habe weiß gemattet mit Pfauengrün, sowohl für die Karte als auch hier für diese Quadrate. Ich habe mir überlegt, dass wir jetzt die zweite Karte in einer anderen Kombi machen. Dafür habe ich Quadrate schon mal vorgeschnitten in Flüsterweiß. Die sind 4,5 x 4,5 cm in Blütenrosa. Wir matten also diesmal mit Blütenrosa in 4,8 x 4,8. Und die Grundkarte wird weiß, Flüsterweiß. Die matte ich diesmal nicht. Das fand ich als Kontrast nicht so schön hierzu. Deshalb lassen wir die also nur Flüsterweiß. Und die ist dann 21 mal 14,8 und wir falzen sie gleich bei 10,5. Für die kleinen Bilder, Aufleger, wie auch immer ihr das nennen möchtet, runde ich jeweils zwei gegenüberliegende Ecken der Quadrate ab. Das mache ich sowohl bei dem weißen als auch in meinem Fall hier Blütenrosa Farbkarton. Dafür habe ich hier die Dreierstanze. Diesmal stempel ich das Glas, dieses Cocktailglas in Blütenrosa. Noch eine Anmerkung vielleicht zu so einem Stempel, der wie hier diesen sehr dünnen Stiel hat. Wenn man so einen Stempel auf den Acrylblock aufbringt, dann kann es schon mal sein, ich mache es jetzt hier übertrieben, dass dann sowas dabei rauskommt. Na, hier, dass sich das verzieht. Am einfachsten ist es, wenn ihr einen Stempel habt, der wirklich filigrane Linien aufweist, legt euch den mit der zu stempelnden Seite tatsächlich aufs Papier, so wie es auch nachher benutzt wird, und geht mit dem Acrylblock drauf. Dann klebt er. Und ihr habt den gerade ausgerichtet. Und die Füllung oder die Flüssigkeit in dem Fall, den Stempel habe ich hier. Das sieht dann quasi aus wie aquarelliert. Davon mache ich einen in Mangogelb. Außerdem gibt es kleine Sprenkel. Pfauengrün bin ich ein bisschen vorsichtiger. Vielleicht nehme ich da
für die Sprenkel mal nur den zweiten Abdruck. Jetzt klebe ich den weißen Aufleger auf die Mattung. Richte die drei Bildchen einigermaßen aus, wobei ich tatsächlich den rechten festgeklebt habe, flächig festgeklebt habe und die beiden anderen dann mit Dimensionals aufgelegt sind. Bei dem dritten müsst ihr jetzt ein bisschen darauf achten, dass die Dimensionals nicht in dem Bereich sind, wo der Aufleger bei dem anderen Bildchen überlappt. Also hier in dem unteren rechten Winkel können wir die Dimensionals problemlos aufbringen. Und damit die tatsächlich nachher über dem zweiten Aufleger liegen, kommt noch eine zweite Lage Dimensionals hinzu. Quasi doppelte Höhe. Zum Schluss habe ich noch den Textstempel, genau den gleichen wie hier. Darauf stoßen wir an. Den nehme ich jetzt in der Farbe, die bisher am wenigsten auf der Karte vorhanden ist. Und dann möchte ich noch ein bisschen Glitzer, Glimmer auftragen. Und ihr wisst ja, das ist nicht so wirklich meins. Und deshalb habe ich mich für dieses neue Crystal Effects Schimmerglanz entschieden. Das ist eine sehr zähflüssig, transparent auftrocknende Klebemasse, in der, ich weiß nicht, ob ihr das hier unten sehen könnt, teilweise Glitzerpartikel drin sind. Ich habe sie hier auch und im Prinzip als kleine Sprudelbläschen aufgetragen. Dieses, ihr könnt euch vorstellen, das ist aus dem neuen Herbst-Winter-Katalog. Diese Flasche oder dieses Fläschchen hat eine recht dünne Spitze, sodass man auch feine Pünktchen oder Motive gestalten kann. Und zum Schluss trage ich hier oder klebe ich hier noch zwei Strasssteinchen auf. Und damit sind wir für dieses Mal fertig. Farbkombination Pfauengrün, Mangogelb und Blütenrosa. Ihr seid mit der Karte fertig und stellt dann fest, ups, die gefällt mir doch nicht so gut. Das ist jetzt gerade so mein Empfinden. Dann würde ich jetzt tatsächlich hingehen und meine nicht gemattete Karte auseinanderschneiden, ein bisschen verkleinern und auf eine andere Klappkarte, in dem Fall jetzt tatsächlich in Mangogelb, aufsetzen. Das machen wir jetzt mal live. Da seht ihr auch mal, wie man improvisiert oder wie ich improvisiere. Ihr seht, ich habe es einen ganzen Teil kleiner geschnitten. Ich habe hier Farbkarton Mango Gelb, habe den 21, 14,8, habe den in der Mitte schon bei 10,5 gefalzt. Ich glaube tatsächlich, so gefällt mir das viel besser. Naja, ohne Matte war ein Versuch wert, der ist schief gegangen. Wir nehmen wieder den Flüssigkleber und erhalten dann doch noch eine schöne zweite Karte in der Farbkombination Faungrün,
Mangogelb und Blütenrosa. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachbasteln und wir sehen uns dann spätestens im September zum Super Samstag Videohop wieder oder aber am Mittwoch zur nächsten Mittwochsreihe. Da steht dann der Kartensketch an. Jetzt wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Bis demnächst. Tschüss.